Hallihallöchen, meine Freunde. Huch, und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim. Boah, ich habe jetzt mir mal einen Kaffee geholt und ein Stückchen Wurst gegessen. Deswegen Salami. Da bin ich hier noch am Rumkauen. Ja. Wie man sieht, sieht man, dass er Licht hat, sie nicht. Und es ist 1 Uhr 41. Die Zeit läuft ja weiter, habe ich ganz vergessen. So, hier ist eigentlich schon zu. Sobald wir rausgehen, ist auch zu. Ich wollte aber hier noch schauen. Gut. Aber ganz so viel sieht man jetzt nicht mehr. Der hier war das. Entweder zwei Schweine oder ein Schwein und ein Kuh. Ein Nähkuh. Auch hier 800. Der war aber ziemlich kacke. Da kriegen wir 4 Schweine rein und so weiter. Bla bla. Aber zu teuer. Ja, dann wird es der hier werden für 1,6. Also, dann schönen guten Abend. Was ist das? Hi. Voll dreckig. So, mal schauen, wenn ich jetzt hier rückwärts laufe. Ah, jetzt geht's zu. Okay. Dass man nicht mehr reinspringen kann. Interessant. So. Ich würde sagen, wir düsen mal nach Hause. Ist ja nicht weit. Zum Glück wohnen wir ja direkt hier am Autohaus. Am Autohaus und der Burgerbude. Das ist gar nicht schlecht gelöst. Gibt es hier keine Musik? Achso, doch, aber sehr leise. So, wir gehen erstmal schlafen. So. Was wollte ich jetzt sagen? Hab ich vergessen. So, wir gehen schlafen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen Kaffee geholt. In der Folge gestern, die für mich ja gerade erst war, hat das Gähnen angefangen, weil ich die ganze Zeit am Quasseln bin. Und die Nase juckt jetzt auch. Vorne, die Spitze. Die Nase, die Spitze. Ah. So. Gut. Wie sieht's? Tanktechnisch sieht's auch nicht mehr gut aus. Für $38 könnten wir tatsächlich mal noch mal tanken. Hier sind unfassbar große Berge, also ist das irgendwo hier hinten. Hier so. In dieser Richtung. Wieso benutzt du nicht die Straße? Ja, das könnte ich tun. Hier so. Gut. Wir haben ja schon ein bisschen Fleisch, haben wir ja schon wieder dabei. Einmal 4 und einmal 12. Das gibt ja immerhin schon ein bisschen was. Also können wir die letzten $38. So, ja, nun nicht. Getrost vertanken. So, hier gingen 13 Liter rein. Und hier. Außen rum. Ah, okay. Ich dachte, wir müssen auf die Pistole selber. Aber es hat offensichtlich auf den Tank gereicht. Ja, auf den Kanister. So, das war unser letztes Geld.
Also tanken ist schwierig, wenn der Kanister im Auto steht. Ja, die Zapfpistole, die liegt da gut, wo sie liegt. So, wo geht's eigentlich hier noch hin? Hier ist auch Jagdgebiet, wie das Schild anzeigt. Wo geht diese Straße hin? Jagdgebiet, Freund. Jetzt bleibt doch stehen, ihr Idioten. Der kommt wieder. Ich lade nur noch mal nach. Aus Gründen. Der ist so weit weg. So, ich nehme die Box mit. Denn hier mit dem Fahrzeug reinfahren ist schwierig. Halt, nicht wegrollen. So, kommt der nochmal? Oh ja. Achso, ich sollte die Box erstmal abstellen. Oder? Du verdammtes Mistviech. Na los, komm wieder her. Getroffen habe ich ihn nicht, ne? Was ist denn los? So. Der ist jetzt gleich über alle Berge. Hat aber bestimmt schon eine Kugel von mir gefangen. Das heißt, mit der letzten muss es sitzen. Jawohl. So, und wehe, der despawnt jetzt. Dann, dann kriege ich einen Anfall. So, die nehme ich natürlich auch mit. Gut, dann können wir jetzt abgeben. Denn wir haben keine Munition mehr. Rums. Sehr gut, da liegt er noch. 7, 8, 9, 10. So, dann waren es 22. 22 Wildfleische. Für die wir kompletti, tutti, kompletti Munitioni kaufen müssen. Ausschließlich. Ach so, hier kommen wir jetzt raus. Und ich bete zu Odin, dass da jetzt Wildfleisch im Angebot ist. Beziehungsweise im Angebot kann man ja nicht sagen, sondern nein, Schweinefleisch, Hühnerfrikadelle. Egal, 330, ist schon mal was. So, und damit
gehen wir jetzt Munition kaufen. Hier lang. Und zwar, wie gesagt, ausschließlich Munition. Denn wenn uns die ausgeht, dann ist Schicht im Schacht. So. Warum hast du jetzt nicht gebremst? Fahrzeug. Einfach weitergerollt. So, Munition, Munition. Und 320. Achtmal. Kling, kling. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Willst du mich verarschen? Hier. Und 8. So, wer hat mitgezählt? 192 Schuss. Ah ja, das ist gut. Das ist gut. Da geht uns wenigstens die Munition so schnell nicht mehr aus. So. Es gilt aber weiterhin, die Munition im Auge zu behalten. Denn man glaubt es kaum, aber auch 192 Schuss sind irgendwann mal zu Ende. So, und das heißt jetzt Weidmanns Heil. Wir haben jetzt etwas ein bisschen zu jagen. Also es nebelt. Vielleicht beißen die Bären im Nebel gut. Wobei, die sollten nicht beißen. Das sagt man, glaube ich, eher bei Fischen. Fische sollen beißen, Bären sollen lieber nicht beißen. Ja, keine gute Idee. Beißende Bären bringen meistens schlimme Schmerzen mit sich. Und üble Bissverletzungen. Bärenbissverletzungen. Aua. So. Im Bärengebiet. Es ist ganz schön ruhig. Im Bärengebiet. Zu ruhig. Die planen doch bestimmt irgendwas. Geschlafen haben wir. Also sollten die gegebenenfalls respawned haben. Da ist einer. Da ist einer. Ich habe einen Bärenhunger. Okay. Ah, da ist noch einer. Ich glaube, den locke ich mir hier zu meiner Truhe. Hey du, Bär! Wow, Bär kommt!
Komm hier zur Truhe, komm. Gut. Bären, Bären, Bärenstücke. Da, da, da. Na, geh doch rein jetzt hier. So, mal schauen. Okay, ich fahre noch ein Stück. Ich steig mal hier aus. Hey Bär. Hey Bär, komm her. Bär. Hat's wer gesehen? Nein, gut. So, wie viel haben wir? Stell doch rein das Ding. 12. Okay, die ist voll. Tauschen wir die gleich mal um. Dann kommt die dahin. Und die hier vorn. Kein Bär im Nebel. Da haben wir übrigens sehr viel Glück, dass die Bären uns im Fahrzeug nicht angreifen. Also kann passieren, dass sie da einmal draufschlagen oder so. Aber wenn wir damit rumfahren, können wir dies relativ unbehelligt. Ohne dass die uns direkt angehen. Beziehungsweise, ich glaube, die rennen sogar weg. Wenn man mit einem Auto kommt. Hä? Da ist die Straße. Ach, ich bin hier. Ich bin falsch. Ich wollte hier wieder in dieses Gebiet. Ist das da, wo wir gerade waren? Nee. Das ist hier nochmal anders. So, ich sehe, dass ich nichts sehe. Ist aber auch echt schwierig, bei Nebel was zu sehen. Bär? Bär! Pelzknall, wo bist du? Komm zum Spielen raus. Komm. Berry, Berry, Berry. Komm, Berry, Berry. Ja, was ist denn nun? Da hinten bei der Ranch waren auch immer welche, ne? Hä? Hier ist die Straße wieder. Hey, wo bin ich denn jetzt? Wo zum Henker bin ich hingefahren? Ach so. Ah, okay. Da
da oben raus. Kein Bär weit und breit. Ein Bär muss her. Naja, dann düse ich mal hier lang. Ich weiß gar nicht mehr, wo dieses Feld war, wo dieses andere, dieser Bauernhof war. Da waren doch auch immer Bären. Hier ist diese Bude. Ah, hier ist doch der Bauernhof. Dann heißt das, müsste es hier auch nochmal Bären geben. Bären geben. Bären geben. Ja. An diesem dämlichen Ding da hängen geblieben. Hier waren doch auch immer welche, oder? Ist falsch. Sackgasse. Sackasse. Kann ich hier durch dieses Gemüse durchfahren? Ja. Ja, ich weiß, waren Sonnenblumen, war kein Gemüse, aber. Nee. Oh Mann, ein trostloser, verregneter Bärenjagdtag. Keine gute Bärenausbeute. Naja. Wo kommen wir jetzt raus? Hier wieder. Da ist noch einer. Den will ich haben. Oh, zwei Schuss. Lad nach, Kerle, lad nach. Puh. Buja. Lad nach. Okidoki. Sonst ist hier keine mehr, ne? Ja, schön. Das war jetzt aber nicht die volle, ne? Nein. So. Also, dann haben wir einmal 12. Und hier haben wir 4 Stück drin. Gut, dann würde ich sagen, meine Freunde, Quietsch. Trifft, trifft, trifft. Naja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Ranch Sim. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.